Wir machen als erstes mal gucken, was wir aufwerten können. Okay, machen wir das mal so. Keine Ahnung. Alter. Okay. Oh, aber schlimm. Mir wird auch langsam schlecht. Haltet durch, Papa Schumpf! Das geht wieder vorbei! Ich kann ihn nicht ansaugen. Boah, Schwein gehabt, ey. Halleluja! Treppe bitte ein bisschen nach oben, ich kann nicht so hoch springen. Ich bin ein kleiner Schlumpf. Sieh her, Gargamel! Sei Zeuge meiner Macht! Du und all diese Alchemisten, ihr habt meine Rache wahrlich verdient! Lars, bitte, ich möchte dir nicht wehtun. Ich will dein Freund sein. Du bist erledigt. Warum? Was hab ich dir getan? Bin ich gerade rausgewählt. Jetzt erst. Alter. So, das holt hier gerade richtig die Powerfaust raus. Bleiben wir auf der Hut. Kühn, aber sicher. Gib auf, kleines Ding. Alter, was da? Noch ein Minuten. Lass uns Freunde sein. Achtung, ich werde angegriffen. Komm. Du kannst mir nicht entwischen. Olaf, bitte, lass uns Freunde sein. Ich hoffe, du hast einen Verbandkasten. Ich hab alles, bloß kein Verbandskasten.
nur die Faust mich drücken. Du bist erledigt. Nee, noch nie ganz. Hör bitte damit auf. Hopp! Achtung! Ich werde angegriffen! Au! Bleiben Sie auf der Hut! Ich sehe dich überall! Ich sehe mich auch überall. Aber meistens, wenn das passiert, habe ich ihn getroffen. Ich muss öfters gegen den Warum? Er will doch das, was jeder haben will. Seine Freiheit. Es ist zu spät. Du verschwendest deine Zeit. Das wird ein bisschen kritisch. Deine Zeit. Schon wieder? Spring schneller, Handy! Ich brauche keinen Rat von dir, Gargamel. Seid nicht töricht. Stonas muss wieder eingeschränkt werden. Oh. Sei still, Gargamel. Du sollst dich für all das, was du getan hast, schämen. Was? Achtung, ich werde angegriffen. Was macht denn deine Spezialfähigkeit? Bilder. Nimm das! Ich habe die Stütze im Auge.
auch. Du kannst mir nicht entwischen. Bleiben wir auf der Hut. Kostprobe meiner Fäuste. Was ist Olas bis jetzt echt wissen, ey? Ich sehe dich überall. Man kommt auch definitiv in Magma. Achtung, ich werde das ist mal Bosskampf, wie man es diesem Google stellt. Also ich kann auch nicht stehen bleiben. Ich werde sofort in eine Richtung geschubst. Vom Wind her. Weil gerade eben noch der Wind noch mitmacht. Das wird anstrengend. Das ist echt schlumpfig. Ich fühle mich so federleicht. Wie ein himmlisch leichtes, frivoles Gedicht erhebe ich mich hoch in die Lüfte. Oh, wie ein Vogel fliege ich. Ich mag nicht fliegen. Mann, das ist echt knapp. Das ist echt jetzt knackig hier. Mann! Alter! Das ist unnormal. Aua! Wieder ganz knapp. Ich habe dich stets im Auge. Ich mich, ne. Nur der wehtun. Ich sehe gerade mein Fadenkreuz nicht mehr. Ich sehe wirklich gerade mein Fadenkreuz nicht mehr. Es ist auch nicht mehr da. Jetzt fällt die Entscheidung. Komm schon, Handy. Du schaffst das. Wir stehen alle hinter dir, Handy. Durch meine Dichtkunst schicke ich ihm Mut. Unserem Handy, der sich niemand schonen tut. Wer macht Rudern? Ich hasse es, ermutigt zu werden. Ist das jetzt das finale Battle? Bleiben wir auf der Hut. Auch. Achtung, ich werde angegriffen. Ich bin bereit für den Kampf.
allem, da kommt noch Wind dazu, dann kommt diese Gürtelschicht. Bringen wir es zu Ende. Ein für alle Mal. Ich sehe dich überall. Ich mich näher, wie immer. Bisschen Schaden verlangen. Oh. Bleiben wir auf der Hut. Achtung, ich werde angegriffen. Nimm doch bitte diese Schaden! Oh. Bewundere meine Entschlossenheit! Deine Entschlossenheit? Mach dich bereit für meine Spezialkombo. Was ist mit meiner Entschlossenheit? Ist die hier gar nichts wert? Bleiben wir auf der Hut! Oh. Lass mich doch bitte, bitte durchatmen, Jo. Ach, aua, nicht in die Lava. Nein, 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 das kommt gar nicht in Frage. Das ist aber gerade schön. Oho, immer noch auf den Beinen. Mal sehen, wie du hiermit zurechtkommst. Das wird doch Brust, das ist echt zum. Das war die Vorspeise. Jetzt kommt der Hauptgang. Achtung, ich werde angegriffen. Jo. Nur von da. Autsch! Husch! Jetzt will er es wirklich lösen. Jetzt nimmt er wirklich gut keinen Schaden mehr. Ich werde angegriffen! Achtung! Ich werde angegriffen! Also jetzt will er so gut wie keinen Schaden mehr einstecken. Das ist gemein, aber es kann. Komm noch einmal. Ich werde angegriffen. Ach. Boah, Glück. Mit einem Bein im Stein. Hui. Wie ist das möglich? Wie kann ein so kleines Wesen es wagen, jetzt los? Aktiviere den Stein der Gefangenschaft. Nein, ich flehe dich an. Überleg es dir gut. Worauf wartest du denn, du verflixter Schlumpf? Beeil dich! Glaubst du wirklich, dass ich ihn nach all den Jahren erneut einsperren werde? Nein, Gargamel, wir sind nicht wie du.
Stolas, hör mir zu. Ich verspreche dir, dass wir dich befreien werden. Pass auf, das könnte ein wenig holprig werden. Nein! Hör auf! Oh, schön, wieder festen Boden unter den Füßen zu haben. Macht schnell, beeilt euch. Wir müssen hier wegschlumpfen. Glaubt bloß nicht, ihr könnt ihn entkommen, ihr vermaledeiten Schlümpfe. Hey, Gargamel, wie wär's, wenn wir die Rollen tauschen? Das werdet ihr mir büßen. Ist er jetzt gefangen, Stein? Der Weg war lang und sehr kompliziert. Doch am Ende haben wir triumphiert. Und wieder hat uns der alte Griesgram nicht geschnappt. Denn er ist in seine eigene Falle getappt. Weil die Spuren der Verseuchung noch alles verschmutzten, halfen wir tatkräftig. Wir schrubbten und putzten. Und dann kehrten wir schließlich ins Dorf zurück. Wo man uns vergeben hatte, zu unserem Glück. Nun heißt es, die Feier vorzubereiten, um unsere Befreiung gebührend zu begleiten. Auch müssen wir unseren neuen Freund begrüßen. Er hat noch so viel zu entdecken und erschließen. Was denkst du, Stolas? Hat dir meine feingeistige Prosa gefallen? Ja, war gar nicht übel. Gar nicht übel? Was für eine unerhörte Taktlosigkeit. Hey, kommt ihr? Die Party fängt an. Tja, bei denen fängt die Party an, bei uns hört die Party auf. Es war wieder ein schönes Abenteuer. Auch wenn ich hier und da mal ein bisschen geflucht habe, ist halt, es ist mal das Normale bei einem Jump'n'Run. Es ist mal halt so, dass ich auch immer so die Haupt- oder Spezialfähigkeiten verdränge. Ist auch so ein Mechanismus von mir. Ich weiß nicht warum. Ist halt so. Hätte mir auch vieles einfacher gemacht, sagen wir es mal so. Die Herausforderungen. Ja, das sind halt eben Herausforderungen. Das sehe ich eher als kleines Beiwerk, so wenn man das jetzt noch weiterspielen will auf 100% etc. etc. Ansonsten sehe ich jetzt nicht den Grund, warum man jetzt so unbedingt die Herausforderungen machen müsste. Aber im Großen und Ganzen fand ich das Spiel an sich sehr abwechslungsreich von Level zu Level. Auch wenn man jetzt sagen würde, es hat sich vieles gedoppelt etc. etc. Aber jedes Level war anders anspruchsvoll für sich gesehen. Ja, wie gesagt, die Herausforderungen, die waren ja am Anfang Körper entlehnlich abwechslungsreich und dann war es eigentlich nur noch Wurbenkloppen, Wurbenkloppen, Wurbenkloppen auf Zeit, auf Zeit, auf Zeit. Und das muss ich ehrlich sagen, das ist wirklich für mich nur so ein Gimmick, da um halt eben die Spielzeit ein bisschen zu strecken oder so. Also der Horde-Modus ist mir, also die Herausforderungen sind mir wirklich egal. Das Einzige, was halt eben zum Vorteil wäre, ist, dass man dann halt eben die ganzen Outfits hätten freischalten können. Zum Spiel an sich, es ist sehr gut gelaufen, flüssig, bugfrei, würde ich mal sogar sagen, mal ganz kurz behaupten. Auch wenn wir hier und da mal in den Baum reingeglitscht waren oder ne, so halbwegs in Anführungsstrichen. Das gehört halt eben mit dazu, muss ich mal sagen. Aber so jetzt große Fehler, die das Spielerlebnis beeinträchtigt haben, hat das Spiel nicht gehabt. Ich bin halt eben immer noch so. Ich bin immer noch Maus- und Tastaturspieler. Gamepad für solche Spiele auch ja. Aber das mit dem Zielmodus, muss ich ehrlich sagen, hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht, dass ich zwei Sichten dann hätte.
sondern hätte ich jetzt gefeuert, dass er automatisch anvisiert, also dass ich grob in die Richtung gegangen wäre mit dem Sichtfeld und dann einfach hier gefeuert hätte und der hätte automatisch drauf gefeuert. Hätte ich jetzt nicht so fein zielen müssen, das wäre mir lieber gewesen, also das nicht fein zielen wäre mir lieber gewesen. Also dieses Auto eben, würde man jetzt mal sagen. Wie gesagt, das ist jetzt kein professioneller Shooter hier oder sonst was. Naja, das ist aber nur Schmuck am Nachthemd, so wie ich es halt eben gerne haben würde, weil ich bin halt eben absolut kein Controller-Spieler. Ja. Zu den Charakteren an sich fand ich ja gut ausgearbeitet. Ich habe mich, glaube ich, schon mehr als nur einmal über Schlüsselschlumpf ausgelassen. Das brauchen wir jetzt auch nicht mehr zu vertiefen. Ich sag einfach nur am Fazit, Schlüsselschlumpf wäre immer noch ein besserer Howie gewesen. Und das war's. Schlaubi kam gut rüber. Die andere war wieso, also die, ich weiß jetzt nicht, wie die heißt, aus dem vergessenen Schlumpfdorf, sag ich jetzt mal. Die ist ja wieso erstmal neu aufgetreten als Protagonist, da ja der Film, wenn man so nimmt, ja der Maßstab dafür ist für diese Figur. Deswegen kann ich die jetzt nicht großartig bewerten. So, wir haben größtenteils Schlüsselschlumpf gespielt, die Amazonenkriegerin und Schlauben. Und Hefty, der ist diesmal nicht dabei gewesen. Handy halt eben zum Schluss, um halt eben das abschließend zu machen. Damit er seinen Fehler wieder gut machen kann, den er fabriziert hat. Warum auch immer er den Fehler gemacht hat. Die Story hat mir auch sehr gut gefallen, war gut ausgearbeitet, sag ich jetzt mal. Mir hat ein bisschen das gefehlt, so wie im ersten Teil, so ein bisschen das Schlumpfdorf. Das hat mir ein bisschen gefehlt, ja. Aber ich würde mich trotzdem auf einen neuen Titel aus diesem Bereich auch wieder freuen. Weil, wie gesagt, die Spiele machen mir einfach Spaß, die zu spielen. Ich hoffe mal, es hat euch auch Spaß gemacht, dabei zuzugucken. Wie gesagt, wir sind nicht alle, jeder spielt es anders. Ich empfehle es euch einfach, das zu spielen. Es macht wirklich Spaß, macht Laune. Der letzte, der Bosskampf, das war wirklich mal ein Bosskampf, wo man sagen kann, der hat mehr, kann man sagen, jetzt, es hat mehrere Wellen gehabt. Ja, im Grunde gelegen, ja. Die Angriffsmuster wurden zahlreicher, also über das ganze Spiel hinweg. Hat immer mehr zugenommen, seine Angriffsmuster, und dann halt eben zum Schluss das Boss-Battle halt eben zahlreicher und dann noch mit Mobs dazu. War okay. Kann ich nichts drüber aussetzen. Kann man eigentlich wirklich nicht dran aussetzen. Jetzt würde ein anderer sagen, ich hätte mir wieder mehr Zwischengegner gewünscht, also ja, Zwischenbosse. Ja, hier und da. Irgendwann haben sich die Gegner wirklich abgewechselt, also nicht mehr abgewechselt, sondern waren immer wieder die gleichen. Da hätte man noch ein bisschen Abwechslung noch mit reinbringen können an der Gegneranzahl oder Vielfalt, besser gesagt, nicht Anzahl, sondern Vielfalt. Aber ansonsten, eigentlich wie gesagt, es war eine runde Sache, das Spiel. Wie gesagt, ich würde mich noch über mehrere Spiele von diesem Hause freuen und aus diesem Bereich. Jetzt lassen wir noch die Credits durchrollen. Ich fand es auch gut, diese Rutschpassagen. Die eine, die hat mir übelst Bock gemacht. Und zwar da, wo wir die Lawine runtergerutscht sind. Warum da zum Schluss nochmal ein Code angezeigt wurde, weiß ich jetzt nicht. Ja, und wie gesagt, das Schlumpfdorf, das hat mir noch ein bisschen gefehlt. Das hätte man noch mit reinbringen können.
So halt eben wie im ersten Teil, dass man immer wieder zum Schlumpfloch zurückkommt und sich dort aus verbessert und wieder zurück. Das hätte man auch rein theoretisch mit Gargamel seinem Haus machen können. Da hätte mich eigentlich eher mehr interessiert, mehr das Gebiet um Gargamel seinem Haus, weil es ja hauptsächlich ja dort stattgefunden hat und nicht im Schlumpfdorf, muss man ja auch absehen. Der ganze Wald war ja nie betroffen, sondern erstmal hauptsächlich nur alles, was drumherum war. Das mit dem Vulkan war auch eine gute Sache. Ja. Tja, wir sind durch mit dem Spiel. Ich will es nicht weiter noch in die Länge ziehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es hat euch Spaß gemacht. Und wir sehen uns bei immer, was ich als nächstes mache. Bis dahin, macht's gut und ciao. Bis zum nächsten Spiel.